Im Sommer 1995 rollt in den Warschauer Zentralbahnhof ein besonderer Gast, ein TGV aus Frankreich. Der Mehrsystemzug kann auch unter dem polnischen Bahnstrom mit 3000 Volt Gleichstrom fahren. Eine Woche lang begeistert der Hochgeschwindigkeitszug die Warschauer. Höhepunkt sind die Pendelfahrten nach Grodzisk, bei denen eine Geschwindigkeit von 160 km/h erreicht wird. Deutlich langsamer verlässt der Zug den Innenstadttunnel. Der Besuch des TGV-Zuges soll auch die Ideen für ein polnisches Hochgeschwindigkeitsnetz beschleunigen. Doch bis heute gibt es nur Planungen für eine Schnellstrecke ins Baltikum. Der imposante Zug auf einer nicht weniger imposanten Brücke. Noch im Warschauer Stadtgebiet wird die Weichsel überquert. In Grodzisk ist der TGV umlagert. Jeder möchte den modernen Zug sehen. Die Bahnsteige können die Menschenmassen kaum aufnehmen. Ein Regionalzug rollt daneben. Zwei Eisenbahnwelten begegnen sich. Das Netz mit den orangenen elektrischen Triebzügen ist ein Vorläufer der heutigen Warschauer S-Bahn. Nie wkoczmy w kak!